Hildegard von Bingen. Columba aspexit. Die Taube blickt herein. Die Taube, Symbol für den Heiligen Geist, steht im Mittelpunkt dieses Sprechgesangs von Hildegard von Bingen, einer ungewöhnlichen Persönlichkeit nicht nur ihrer Zeit. Wer im 12. Jahrhundert als Universalgelehrte gilt und schon zu Lebzeiten wie eine Heilige verehrt wird, muss Ungewöhnliches geleistet haben. Die Benediktinerin Hildegard, sie lebte etwa 1098 bis 1178, verfasste umfangreiche Werke über Mystik, Ethik, Medizin und Kosmologie und komponierte auch spirituelle Gesänge. Die unermüdliche Gelehrte war Beraterin von hochgestellten Persönlichkeiten, der Legende nach auch von Friedrich Barbarossa, und sie blieb zeitlebens eine intellektuelle Leitfigur ihres Ordens. Als heilige Hildegard von Bingen wurde sie 2012 von Papst Benedikt dem 16. zur Kirchenlehrerin ernannt, zur Doctor Ecclesiae Universalis, eine Ehrung, die in der römisch-katholischen Kirche nur wenigen Frauen zuteil wird. Hildegard von Bingen wurde in Bermersheim als 10. Kind der sogenannten edelfreien Hildbert und Mechthild geboren. Von edlem Geblüt und aus wohlhabender Familie, dazu selbst hochbegabt, hätte Hildegard auf eine glänzende Zukunft in der Welt hoffen können. Doch ihre religiösen Eltern bestimmten sie frühzeitig zum Klosterleben. Als 10. Kind war sie Zehnt und gleichsam Abgabe an Gott. Ihre Biografen berichten, dass sie bereits mit ungefähr 8 Jahren dem geistlichen Leben geweiht wurde. Spätestens mit 14 zog sie sich mit ihrer Lehrerin Jutta von Sponheim ins Kloster Disibodenberg zurück. Sicher ist, dass die begabte Hildegard nach dem Tod ihrer geistigen Lehrerin zur Magistra, Meisterin ihres Ordens, ernannt wurde und im Kloster Ruppertsberg am Rhein eine Ordensgemeinschaft leitete, die eine große Faszination auf Mitschwestern wie auf Bürger ausübte. Hildegard verhielt sich den Regeln Benedikts gegenüber etwas unkonventionell, mäßigte die asketischen Speisevorschriften und kürzte die langen Gebetszeiten. Sie selbst bestand jedoch darauf, mystische Fähigkeiten zu besitzen und ihre eigenen Erkenntnisse über Mensch und Gott intuitiv zu erfahren. Die Gelehrte beschrieb lichtvolle Visionen, die ihr die Natur des göttlichen Willens und des Standpunkts des Menschen im Kosmos offenbaren sollten. Hildegards 3 philosophische Hauptwerke hießen Scivias, Wisse die Wege, Liber Vitae Meritorum, Buch der Lebensverdienste, und Liber Divinorum Operum, Buch der göttlichen Werke. Auch in der Medizin widmete sich Hildegard den Zusammenhängen zwischen der Natur, die sie als Schöpfungswunder verstand, und der menschlichen Vernunft als Erkenntnisträger. Ihr großes medizinisches Werk Causae et Curae, Ursachen und Heilmittel, befasst sich mit Kräuterkuren aus dem Klostergarten und gründete so die Beliebtheit dessen, was seit den 1970er Jahren als Hildegard-Medizin zum Markenzeichen geworden ist. Doch das Schönste ihres vielseitigen Gesamtwerks wird für viele ihre einzigartige, engelhafte Musik sein. Musik.